Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem YouTube-Kanal. Heute sind wir wieder draußen für dich unterwegs. Das heißt, es gibt ein Video für dich, wie du dich als Verteidiger verbessern kannst, was du als Verteidiger zu Hause mit einem Partner trainieren kannst. Wir starten direkt rein mit der allerersten Übung. Erste Übung sieht folgendermaßen aus, einfach mal klassisch ohne Ball. Luca und ich werden gleich Körper gegen Körper da entlang laufen und versuchen, den jeweils anderen wegzudrücken. Das ist eine ganz, ganz wichtige Übung, damit du auch wirklich mal hartes Zweikampftraining für dein Spiel kennenlernst und weißt, wie es ist, wenn dir jemand seinen Körper wirklich entgegenstreckt. Besonders als Verteidiger, aber auch Sechser oder offensiver Mittelfeldspieler ist das besonders wichtig. Einfach eine erweiterte Variante. Ich führe den Ball am Fuß und Luca versucht, den mir abzunehmen. Schau einfach, wie es aussieht. Bei der zweiten Übung ist es jetzt so, dass Luca den Ball führt und ich versuche, meinen Körper zwischen Lukas Körper und den Ball zu bringen und so den Ball zu erobern. Und so solltest du auch es immer handhaben, wenn du den Ball erobern möchtest im Spiel. Du solltest immer versuchen, zuerst deinen Körper zwischen Gegner und Ball zu bekommen und dann versuchen, den Ball zu kontrollieren. Achtet hier natürlich auf die Intensität des Zweikampfs. Achtet darauf, dass euer Ellenbogen nicht irgendwie hier oben ist. Ein bisschen darf er auch oben sein, aber natürlich nicht hier ganz oben, um den Gegner nicht irgendwie im Gesicht zu verletzen. Dritte Übung sieht folgendermaßen aus. Jetzt trainieren wir nicht mehr das defensive Zweikampfverhalten, sondern wie du es schaffst, als Verteidiger das Spiel aufzuziehen unter Druck vom Angreifer, vom gegnerischen Angreifer, okay? Ich stehe gleich da am blauen Hütchen und Luca hat den Ball, okay? Und Luca steht ungefähr da. Ich komme dann entgegen. Bekomme ungefähr auf dieser Höhe den Ball, drehe mich mit dem Ball um, laufe einmal um das blaue Hütchen herum und in der Zeit kommt Luca mit hohem Tempo auf mich zu, soll also quasi einen gegnerischen Angreifer demonstrieren. Wenn Luca gerade auf mich zukommt, muss ich auswählen, ob ich entweder den Ball nach rechts spiele oder nach links spiele. Ich gehe natürlich als Verteidiger nicht ins Dribbling. Wenn Luca auf die Seite geht und meint, da muss er irgendwie einen Gegenspieler decken, spiele ich den Ball natürlich nach links von mir aus. Wenn Luca nach da geht, von mir aus nach links, muss ich natürlich genau in die andere Richtung spielen, nämlich nach rechts. Ich zeige das jetzt einfach mal, wie es ungefähr aussehen kann. Das war das komplette Video. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat, dass du das mitnehmen konntest und es zu Hause trainieren kannst. Wenn es dir gefallen hat, like unbedingt dieses Video, abonniere uns und aktiviere die Glocke, um kein Video mehr von uns zu verpassen. Und schau auch unbedingt bei uns auf dem Instagram-Kanal vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir sind raus, bis zum nächsten Mal. Ciao!